I'm made of. Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors featuring Crush Vodific E9. In diesem Part möchte ich euch mal den Herausforderungsmodi zeigen. Es gibt allerdings da nur eine einzige Schlacht bisher. Wie man andere Schlachten freischaltet, weiß ich leider nicht. Aber wenn es einige von euch wissen, könnt ihr es gerne in den Kommentaren posten. Ich werde aber natürlich nicht alle Schlachten bestreiten. Hier kann man nämlich einen individuellen Charakter einsetzen und ein Ausdauer machen. Und eine, ja, praktisch... Wie sagt man? Sagen wir es mal so, wir kämpfen uns da gegen bestimmte Feinde durch und müssen natürlich alle alleine bezwingen. Dafür nehme ich dann auch extra Ganondorf, weil der braucht ein paar Level-Ups dazu. Im Trainingsraum kannst du Charaktere zum Stufenanstieg. Ja, das weiß ich schon. Das ist mehr klar wie Kloßbrühe. Und da sehen wir während des Ladescreens gerade nochmal, Oh, Vorsicht. Autsch, ja. Sehen wir nochmal den Pixel-Link aus den ersten Legend of Zelda Game. So, ihr seht es, wir sind ganz auf uns alleine gestellt. Und wir müssen uns gegen die ganzen Monster-Offiziere durchsetzen. Es werden natürlich immer mehr... Wir müssen Volga und Pyroma besiegen. Und die Niederlage ist natürlich, dass unser Dekobaum fällt. Okay. Okay. Wir müssen also einfach uns nur jetzt gegen die ganze Feinde um den Dekobaum kümmern. Das dürfte kein Problem für uns darstellen. Vor allem, wenn Ganondorf ja richtig abgeht. Aber ihr seht es ja, wie viel Schaden der aushält. Aber mit ein paar starken Angriffen dürfte er kein Problem darstellen. So. Na komm, komm, komm. Er ist auch immer so blöd und... lässt sich dadurch leicht bezwingen. Monsterhorn haben sich hier zurückgezogen und es wurden noch weitere auf dem Feld gesichtet. Die erste Prüfung lautet... Besiege 500 Feinde unter 5 Minuten. Das versuchen wir jetzt mal schnell. Das wird schon irgendwie gut gehen. Einfach mal zuschlagen. So. 500 Feinde in 5 Minuten bezwingen. Das müsste zu schaffen sein. Vorausgesetzt, die Nachtschwärmer lassen sich schnell besiegen. Oder die Kommandanten, besser gesagt, an sich. Weil, hier gibt es keine Festungen, die wir erobern müssen. Hier müssen wir uns einfach nur gegen Feinde durchstellen, die was auf dem Schlachtfeld umhertummeln. So. Nice. 75. Ich habe das damals ganz knapp nicht geschafft. Vielleicht schaffe ich das jetzt noch. Ich muss mich einfach jetzt nur größeren Monsterhorden entgegenstellen. Dann kriege ich das auch irgendwie gebacken. Und zack. Die Korana. Einfach nur Pfeil auswählen. Jede Minute wird ein Dekorana erscheinen. Oh, okay. Das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Zack. So, 140 schon mal. Gar nicht schlecht für den Anfang. Da müssen wir einfach nur richtig aufräumen da. Bam. Oh, oh. Da kommt er auch schon wieder. Der nächste Nachtschwärmer. Na, warte. Na komm, setz mir deinen Angriff ein. Das ist nämlich dein Fehler. Und dann wirst du ganz schön viel Schaden dafür kassieren müssen. Oh, oh, oh. Ich sollte den Angriff lieber noch nicht einsetzen, solange ich nicht meine Leiste vorgefühlt habe. Au, au, au. So, jetzt... Ja, der nächste Dekoran. Ah! So. Zack und weg. So. Und jetzt zack und bang. Wir alle sterben. Ich muss jeden von euch down kriegen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Oh Mann.
Ich habe auch noch nicht mal die Hälfte geschlagen, das ist schon die Hälfte der Zeit vorbei. Ich glaube, das kriege ich nicht mehr hin. Vor allem wegen der Nachtschwärme. Ich glaube, mit denen sollte ich keine Zeit verplempern. Doch bitte sag mir, dass ich dann in die falsche Richtung gezielt habe. Ey. Das ist nicht euer Ernst. Wow. So, jetzt aber. In die richtige Richtung gezielt. Bam. Vielleicht sollte ich ihn erstmals vergessen. Und meine SP-Zeige lieber füllen. Vielleicht sollte ich einfach den Monsterhorn in der Nähe des Deko-Bombs lieber kümmern. Ja, der Spezialangriff zusätzlich. Der verbraucht auch noch Zeit. Da läuft da leider die Zeit. Und zeige immer noch. Da kommt die nächste. Die Korane noch 300 Feinde, ja. Die 300 Feinde sind aber leider ein bisschen zu viel. So, diese Monsterhorden werden auch schon fertig gemacht. So. Und die Dekorana, die geht mir auch aus dem Weg. Wenn du gefälligst auf diese Dekorana zielen würdest, bitteschön. Danke. Wäre ich echt verbunden. So, die nächste Feinde. Los, mach sie alle nieder. Come on, Ganondorf. Zeig, wie stark du bist. 300. Aber das, glaube ich, kriege ich nicht mehr hin, weil eine Minute noch 200 besiegen. Das geht sich bestimmt nicht mehr aus. So. Ja, schön wär's. Monsterhorden haben Verstärkung bekommen. Aha. Gut zu wissen. Oh Gott, das sind aber ein ganzer Haufen von denen. Ganzen starken Feinden. Zack. Wow, aber das waren schon mal nice, so viele K.O.s auf einmal zu erzielen. So, und jetzt noch schnell den down machen mit dem Angriff. Ha. Und dann noch dazu noch das hier. Oh, die Nachtschwärme halten leider sehr viel aus. Leider Gottes. Und zwar viel zu viel, ey. Man sieht es. Oh, oh, sie sind da. Viel zu stark. Und ich habe leider Gottes. Nur noch wenig hin. Nur noch viel zu wenig Zeit. Das kriege ich nicht mehr rechtzeitig hin. Leider Gottes schaffe ich die Prüfung nicht mehr. Ja, die Prüfung ist vorbei. Mission fehlgeschlagen. Monsterhorn haben Verstärkung bekommen. Was wäre aber passiert, wenn ich die Prüfung bestanden hätte? Würde es so gerne erfahren, aber. Ich glaube, das wird mir nichts mehr bringen, die Information, weil. Ich glaube, nochmal mit jetzt nicht mehr spielen, weil es ist schon das zweite Mal, dass ich dabei gefailt habe. Leider Gottes. Ich sehe immer, wie wenig die Energie die verlieren. Die sind aber echt stark. Oh oh. Und die Feinde nähern sich den Dekobaum. Muss ich unbedingt verteidigen. Ich habe jetzt keine Zeit, mit denen zu spielen. Ach du heilige Kacke. Ein lauter Nachtschwärmer. Aber immerhin. Es sind doch ein paar Truppen auf meiner Seite. Kommt schon, setzt eure Angriffe ein. Ja, 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 ja. So. Oh yeah, und bam. Die Nachtschwärme sind echt heftig zäh. Die halten sehr viel aus. Aber wenn sie erstmal meinen Zorn zu spüren bekommen, dann haben sie keine Chance. Und du verpiss dich auch mal schnell. So. Und zack. Na los, komm her, du. Zeig endlich mal deine Kraft. Wow. Also die Nachtschwärme sind schon wirklich heftig zu sehen. Jetzt habe ich 500 geschafft. Aber leider ein bisschen zu spät. Boah, Alter, die kassieren kaum Schaden. Die haben eine starke Moral alle miteinander. Das merke ich auch gerade erst. So. Ich wollte eigentlich in die andere Richtung ziehen, wo besonders viele Feinde sind. Leider habe ich da nicht richtig gezielt. So. Na los, los, los. Zeig mir endlich, was du kannst. Hm.
Oh nein, nein, nein. Ah! Fuck. Für mich sieht's schlecht aus. Fuck, weg, 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 weg da. Oh mein Gott. Brauche dringend Herzen. Ist irgendwo noch ein Herzkrug? Gelbe Krüge bringen mir natürlich jetzt nichts. Shit. Sieht schlecht aus, sieht sehr schlecht aus. Na gut, dann setze ich halt jetzt eben auf Magie. Und greife volle Möhre an. Wenn ich dabei riskiere, down zu gehen. Das muss es mir jetzt wert sein. So. Mehr Rubine gibt es dafür. Ja. Als ob mir das jetzt was bringen würde. Oh, oh, gleich bin ich down, ey. Das hat mir, dass ich dann bald mal ein Level up erreiche. Weil nur damit kann ich überleben. Oh, Mann. Okay. Noch ein starker Angriff. Und ich habe wieder SP. Volle SP sogar. Zweimal kann ich also meinen starken Angriff einsetzen. Schon zweimal hintereinander. Dann nützt dir dein Verteidigungsmove auch nichts. So. Und wieder SP voll. Nice. Aber ich habe wieder falsch hingezielt. Natürlich. Ein einziger Treffer und ich bin down. Dass die Feinde keinen Herzen geben, das ist echt scheiße. Aber da sehe ich irgendwas leuchten. Oh, was? Ach, Material. Schade. Das war jetzt riskant, weil ich stand ohne Schutz da. Ey, geht mal. Kannst sagen, geht mal einer down. Nee. Verdammte Scheiße. Das war ja echt kacke. Ah, sorry. Das habe ich vorher besser gekonnt, aber da habe ich auch mit Link gespielt. Oh, meine Fresse, ey. Nicht gedacht, dass die so zäh sind, die Spackos. Ich weiß nicht, wie die viele aushalten. Das ist ja nicht normal. Und wie viel Schaden die auch noch machen. Das ist echt nicht normal. Das sind echt saustark, die Feinde. Jetzt reicht's mal. Greife nicht mal an. Statt dich blöd zu teleportieren, die verschwenden auch wirklich Zeit. Die Nachtschwärme sind die lästigsten aller Gegner. Monster haben sich fürs Erst zurückgezogen. Okay. Moment, kann man das freispringen? Sah zuerst danach aus. So. Besiege 500 Feinde. Wow, 52 KO schon. Das war schnell. Das war wirklich nice. Okay, dann eben noch mehr. Vielleicht schaffe ich dieses Mal die Prüfung. Dann kriege ich es diesmal endlich hin. Wenn ich genügend SP-Angriffe einsetze, dann gehen die Feinde schneller in die Knie, als es einen lieb ist. So. Und zack. Das ging daneben, ey. Der stand direkt neben mir. Und der wurde nicht getroffen. Es ist so lächerlich. So. SP auffüllen. Und Magie brauche ich auch. Oh, Magie voll. Nice. So. Jetzt die Feinde schnell mal in der Nähe des Dekobaums mir vorknöpfen. Ich glaube, das wäre das Beste. So. Okay. Oh. Ja, und zack. Die Magie sollte ich dann. Magie sollte ich dann vielleicht erst wirken lassen, wenn ich es mit sehr starken Feinden zu tun bekomme. Bam. Ha. Die gehen ja wenigstens sehr schnell in die Knie. Leider gilt das nicht für die anderen. Das sind aber auch die stärksten unter denen. Oh man. War leider auch übelst fail, dass ich da ausgerechnet gegen diese verdammten Nachtschwämme immer abkacken musste. So, 22. So.
So, ihr geht auch schnell down. Zack, 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 zack. Und bam. Nice. Okay. Ihr seid alles nur kleine Fische. Ihr habt keine Chance gegen mich. Ja, die nächste Dekorana, die kommen jetzt jede Minute. So. Hier. Bam. Schluss mit deinen Giftattacken. So. Das sind die nächsten. Auf jeden Fall da. Ja, diesmal räume ich mit den Feinden eindeutig schneller auf. Ja, kommt nur her, ihr Spackos. Oh yeah, und zack. Nein, ich wollte nicht die Magie weglassen, ich wollte ihn anvisieren. Ah, so, jetzt aber. Okay. Echt nicht, das wollte ich jetzt nicht machen. Na, warte. Bam. Boah. Nice. So viele auf einmal. Aber ich habe trotzdem zu wenig immer noch. Mehr als zu wenig. SP. Nice. So, aber jetzt zack. Und du. Geh mir. Schön jetzt aus der Sonne. Nice. So geht's doch schnell voran. Oh nein, da kommt schon die Stärkeren. Ah, die nerven allermeisten. Die sind wirklich besonders schlimm. Ja, der verliert schon weitaus mehr Energie als der andere. So. Ja, na, komm nur, komm nur, komm, komm, komm. So. Und tschüss. Und weg. So könnte ich es vielleicht schaffen. Wenn ich die Kommandanten sehr schnell aus dem Weg räume dabei. So. Die paar kleinen Fische kommen auch noch dazu. Und zack, bam. Noch 200 Feinde seid ihr gestört? Das ist nur noch eine Minute. Die Monster haben Verstärkung bekommen. Oh, das könnt ihr vielleicht dann doch schaffen. So, kommt alle schön in ein Feld. Ich mit euch aufräumen kann. Zack. Oh yeah. So könnte ich es dann noch schaffen. Wenn ich das so mache. Okay. Bam. Und boom. Naja, das waren diesmal nicht so viele, aber... Boah. Bin über 400. Das war diesmal recht schnell. Und der ist auch schon down. Naja, trotzdem glaube ich, dass ich die Prüfung nicht bestehen werde. Mal wieder. Oh je. Und die sind schon stärker, die Feinde. Alter Schwede. Ja, noch 100 Feinde. Das geht sich auch nicht mehr aus. Leider. Ja, die Prüfung ist leider wieder gescheitert. Na, was soll's. Ja, 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 ja. Jetzt kommt die richtige Verstärkung. Und jetzt kommt die Nachtschwärmer, die Richtung Dekobaum vorrücken werden. Moment, ich habe volle Power erreicht, aber noch nicht jetzt. Zack, das hebe ich mir für den Nachtschwärmer auf. Komm, komm, komm. Hol deine Power raus. Oh, wow, wow. Na, warte, das kühlst du mir. Und tschüss. Der ist auch schon mal weg. Der nächste Dekoraner. Weg. So, und jetzt schnell zum Dekobaum, weil der steht jetzt unter Angriff. Also der wird jetzt angegriffen. Das kann ich nicht zulassen. Komm schon schneller, Ganondorf. Renn so schnell, wie du kannst. Ja, um dich kümmere ich mich jetzt nicht. Die Mission habe ich ohnehin verkackt. So. Da seid ihr ja, lieben Herren, Damen und Herren, Nachtschwärmer. Bam! Ja, selbst das macht nicht gerade sehr viel Schaden. Ist auch klar. Die halten sehr viel aus. Die Nachtschwärmer. Okay, Magie. Jetzt reicht's. So. Und zack.
Yeah. Magie. Kann ich euch alle platt machen. Bam. Oh yeah. Da hat er was zu lachen. Und jetzt noch Spezialangriff. Und zack. Geht alle sterben. Na los, na los. Komm. Setz schon deinen Angriff ein. So. Und zack, zack und weg. Der erste Nachtschirm ist schon mal weg vom Fenster. Hat mich auch lang genug genervt. Meine Fresse, aber das ist echt nicht leicht mit denen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich so wenig gelevelt bin. Könnte auch möglich sein. Könnte auch daran liegen. Oh Mann! Das wollte ich jetzt nicht. Kann sein Flammen bloß schneller verschwenden werden. Fuck! Nein! Ich bin schon wieder fast down. Ich muss hier weg. Oder wenigstens Heilung bekommen. Kacke. Das wollte ich jetzt nicht, dass es passiert. Kann doch nicht wahr sein, ey. Werde ich schon wieder verkacken gegen die? Das ist hier nicht euer Ernst. Ich habe das doch vorher besser hinbekommen. Oh nein, der droht zu fallen und ich habe keine Heilung. Ich brauche aber dringend Heilung, ey. Komm, sag mit. Ach, ich bin blöd, ich habe Elixier, mein Gott. So, jetzt reicht's. Zurück, so schnell es geht, bevor der Dekobaum noch fällt. Jetzt greifen sie ja baumlos den Dekobaum an, ist natürlich klar, wenn ich fliehen möchte. So. Oh yeah. Und jetzt bin ich wieder zurück. Überrascht mich zu sehen. Hätte mich nicht so schnell zurück erwartet und dazu wieder in fast voller Stärke. So. Wow. Na, na, na. Ja, komm, setz deinen Angriff nur ein. Oh yeah. Und da ist der nächste down, oder? Endlich. Und 5 Herzen gibt's dazu. So. Fehlt, glaube ich, nur noch ein einziger von denen. So, den habe ich mal aus dem Dekobaum vertrieben. Au. Da wirst du büßen, ey. Na los. Bam, bam, bam. Und wieder volle Pulle. Ja. Du hast keine Chance. Na los, trau dich durch. Mal endlich deinen speziellen Angriff einzusetzen. Du kannst ohnehin nichts ausrichten. Bam. So. Gleich ist der bis zur Geschichte. Oh ja. Das war's mit dir. Und die Mission wäre erledigt. Yes. Gut. Das hätten wir geschafft. Naja. Es war nichts Besonderes. Das ist halt diese eine Mission. Das ist die einzige Mission beim Herausforderungsmodi, aber mehr gibt's da nicht, komischerweise. Und das Schlimme, es wird nichts Neues freigeschaltet. Ich habe auch schon extra den Story-Modus dafür freigeschaltet. Ja, kann er wieder abfeiern, der gute Ganondorf. Ja, ja. Er lacht sich schlapp. Na gut. Ich weiß ja nicht, was dafür nötig gewesen wäre, um zusätzliche Herausforderungen freizuschalten. Aber anscheinend gibt's da nicht mehr. Ich hab das ja auch gemerkt. Ausdauerwald 5 Ironen. Mehr gibt's da nicht. Na gut, im nächsten Part zeige ich euch dann noch den Abenteuermodus. Das war erstmals der Herausforderungsmodi. Daumen hoch, wenn es gefallen hat und ich hoffe, ihr seid wieder beim nächsten Mal mit dabei. Seid gespannt und schaltet wieder ein, euer Crush Vodafone 18. Bis zum nächsten Part von Let's Play Hyrule Warriors. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.